Also, ich bin hier immer noch bei dem Moos und ich finde und finde und finde und finde und finde und finde einfach keine Fährte. Von dem her, ich folge jetzt der Spur, die ich hier sehe und meinem Instinkt, dass es hier mal weitergeht. Und ich würde sagen, wir gehen hier der Spur am Boden nach und schauen, wo es weiterführt. Dort vorne ist eine Strasse. Da ist eine Spur, aber nicht eindeutig. Ich würde sagen, wir kommen mal auf die Strasse. Da haben wir etwas. Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Also, gehen wir weiter. Ah, dann war es doch eine Spur gewesen. Hat man jetzt hier vielleicht. Der Baum mit den zwei Kronen ist dort. Jetzt hier vielleicht noch etwas können. Vielleicht ein grosses Dreieck hier an oder so, dass man es von dort aus sieht. Aber wir gehen jetzt hier weiter. Hier das nächste Zeichen, kein Pfeil. Entweder ist hier fertig oder es geht weiter. Dort ist der letzte. Gehen wir mal auf die Distanz schauen, ob wir von hier der nächste sehen. Nicht. Also, dann würde ich sagen, ist das ein Schlusspunkt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier weitere Zeichen finden. Hier sieht es nach einem Weg aus. Dort könnte man schon etwas sehen, aber mal schauen, ob das von Menschenhand gemacht ist oder nicht. Das sieht eher nach Zufall aus. Trotzdem schnell schauen, ob man von hier vielleicht den nächsten Punkt sieht.
Ja. Also, das ist auch wahrscheinlich eher Zufall. Also, dann müsste es hier noch einmal reingehen. Hier ist das Gestrüpp da. Vielleicht hat das mit dem etwas zu tun. Gehen wir mal hier durch. Da habe ich nichts. Da sehe ich auch nicht. Gehen wir vielleicht doch mal hier weiter auf der Straße. Da hat es ein Pfeil. Da hat es ein Pfeil. Der zeigt jetzt hier rein. Also, gehen wir hier rein. Da. Noch einen Schritt. Ein Abdruck. Da weiß ich wieder nicht, wo weiter. Ah, da habe ich etwas verpasst. Das sehe ich gerade. Aber weil ich hier rausgekommen bin, noch nicht hier. Da hat es wieder drei Hölzchen. Und eins, zwei, drei. Und der mittlere ist der längste. Also weiter geradeaus. Dort ist weiter geradeaus.
Zeichen. Der Ast, wo im Baum steckt. Also, weiter. Wir sehen so aus, als wäre hier durchgelaufen. Also, das könnte das nächste sein. Bin mir allerdings nicht sicher. Ah, okay. Jetzt bin ich mir sicher, ich habe es gerade gesehen. Auf dem Ast, den er jetzt hier angelegt hat, hat er 1, 2, 3 Böllen gemacht. Auch hier wird das Prinzip also ein bisschen anders, aber klein, mittel, groß. Das heisst, dort durch. Und als Verstärkung noch für den Fall, dass ich es nicht verstanden habe, hier nochmal ein Zeichen, dort rauf geht es. Okay, also, dann gehen wir dort rauf. Hier sehen wir auch Abdruck. Gut, weiter geht's. Es ist nicht nach rechts, sondern weiter geradeaus. Kommen wir hier wieder auf den Weg. Und wir gehen jetzt hier weiter. Also ich finde hier keine Zeichen mehr. Vielleicht geht es doch hier auf dem Weg weiter. Mal schauen, ob man hier irgendwelche. Hier hat es eine Spur.
Vielleicht geht es dort rein. Ich kann trotzdem hier mal weiter schauen. Da habe ich keine Spur mehr gesehen. Dann gehen wir zurück zum letzten Punkt. Also, ich bin jetzt hier zurück zum letzten sichtbaren Punkt. Zu dem hier. Man schmeckt auch noch. Ist ganz frisch. Und jetzt hier rein in den Waldrand wieder. Und da sieht man den nächsten. Prima, tiptop. Ich weiß noch nicht, gewusst, dass hier Schluss ist. Aber das ist prima. Das sieht man gerade gut da dort. Schön. Schön platziert. Jetzt wird es langsam etwas dunkel hier zum Filmen und mein Akku geht zu neigen. Ich hoffe, es reicht. Hier ist der nächste. Suchen wir den nächsten. Wir können noch ein bisschen laufen und dann müssen wir dann wieder etwas sehen. Ah, da ist noch einer. Den habe ich nicht mehr so gut gesehen. Da ist noch einer. Aber er hat wahrscheinlich nicht mehr viel dabei gehabt. Hat irgendjemanden gefunden. Ganz cool. Muss man merken, das mit dem Lehm. Ganz cool. Und das nächste. Es war auch ein X, also weiter geradeaus, würde ich sagen. Und hier kommen wir wieder auf den Weg. Und da hinten ist jemand oder etwas. Nächster Punkt. Oh, meine Kamera. Mein Akku. Schnell. Meter. Könnt ihr das lesen? 50 Meter. Rauf. Gehen wir. Also. Würde ich sagen, gehen wir hier auch weiter. Unter Berücksichtigung. Ah. Also, wir sind am Ziel, so wie es aussieht. Dicker Klotz zum Schluss, neue X. Und ja, wir sagen super.
Es war relativ schwierig hier, das Gelände, eben noch recht anstrengend. Aber schlussendlich eben gefunden. Also von dem her, Spuren legen, top. Fäden lesen. Gut, top. Jetzt folgen wir aber trotzdem noch dieser Anweisung. 50 Meter. Wir sind hier nahe von unserem Basislager. Von dem her gehen wir mal weiter. Ich schätze, das wird es sein. Und jetzt hier beim Weitergehen höre ich gerade, dass hier ein relativ dickes Tier da ist. Nein, wir gehen hier weiter, so wie es viel auch zeigt. Gehört das? Ob das jetzt allein ist, so wie es tönt, wog ich mich auch an. Trotzdem immer mit Vorsicht. Das nächste Zeichen. Hier ist das nächste Zeichen. Ein Stein, also drei Steine. Eine, zwei, drei. Und dann der oberste kann man dann entweder in der Mitte setzen, dann geht es geradeaus. Oder links setzen, dann geht es links. Oder rechts, dann geht es rechts. Und wahrscheinlich ist in dem Fall das, was ich jetzt gehört habe, nicht ein Dio, sondern der Remo. Dann würde ich sagen, legen wir den Zahn zu und probieren ihn einzuholen. Dort ist er. Jawohl, jawohl. Super, super Sache gewesen, super Spur gelegt. Für mich eben, ich muss sagen, relativ schwierig. Ganz heftig. Weil es eben auch nicht immer die gleichen Distanzen gewesen sind. Und ich somit nicht sicher war, habe ich einen gesehen oder nicht. Und wenn ich dann keinen gesehen habe, habe ich gedacht, ach, da müsste einer kommen. Aber also, ich bin da. Spur gelegt, Fäden gelesen. Ja. Prima, geile Sache. Ja.